Mann, dieses Rätsel quält mich hier echt. Wenn er den Slayer deaktiviert. Können wir hier vielleicht. Aha. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute. Okay, jetzt können wir hier hin. Was bringt uns das weiter? Weiß ihr den Kristall der Ausgang ist? Der Turm ist nun. Wo ist die zweite Bestreiche? Nein, wächst der andere nach. Genius. Können wir vielleicht hier irgendwie. Das führt doch zu. Gibt's Sinn? Nein. Verstehe ich nicht. Den haben wir deaktiviert. Der Turm ist nun wieder unten. Hier können wir jetzt. Jetzt haben wir den Kristall, den kann man aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht erreichen. Okay, jetzt ist da, weil wir das durchgeschnitten haben, ist das Ding jetzt oben und. Okay. Verstehe. Es bleibt aber noch, ich glaube, hier ist noch einer. Nee, hier oben ist einer, der Hauptkristall. Den müssen wir noch deaktivieren. Aber wie das? Tja. Der Turm ist nun wie. Der Hauptkristall ist noch da. Und wie kriegen wir den jetzt? Jetzt sind wir hier. Und die Tentakel durchschneiden. Damit endet ein kleines Schauspiel. Ja!
Der Hauptkristall ist noch da. Ja, von mir aus soll mir recht sein. Beenden wir das Schauspiel. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Das ist ja klar. Der Hauptkristall und so weiter. Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Kristall deaktivieren. Jetzt ist es auf einmal möglich. Ich dachte, die Kraft ist zu schwach und so. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten. Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Tja. Geron hört jetzt davon. Und das war es irgendwie wert. Ja. Eine Landschaft voller Trümmer. Er ist hier. Hilfe! Wer schreit da Hilfe? Der Schild muss weg. Ja. Das war nicht schwer. Ich bin verwundet. Bitte, helft mir. Ich muss ihre Wunden pflegen. Zum Glück haben wir noch Verband da. Der Verband ist alles. Dafür war der gut. Und ein bisschen Alkohol zum Wunden reinigen oder zum Selbsttaufen. Ach du Scheiße. Hinter dir. Meine Hand. Und dann plötzlich
wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als 1000 Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. »Lass mich«, rief sie. »Lass mich, bring mich zurück!« Und immer wieder. »Ich kann ihn nicht zurücklassen.« Und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die Borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war, mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen. Und? Kapitel 8. Botschaft 3 geschätzt, Kapitel 7 Erfolg. Satya war in der Borischen Wüste gescheitert. Nicht nach dem, was mit Eurich geschehen ist. Sie hatte die Maske und sie kannte den Namen des Zeitdschinns. Giron? Giron, kannst du mich hören? Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Es ist ein wenig kompliziert. Mit so vielen Einzelteilen, es fehlt nur noch ein einziges. Und wir können die Geschichte endlich vollenden. Anschließend werde ich den Stab bitten, dich zurückzuverwandeln. Versprochen. Kannst du mir vorher noch einen Gefallen tun? Satyas Rubin hat einen Sprung. Du musst ihn reparieren. Kannst du das für mich tun? Bitte, Giron, repariere den Rubin. Müsstet ihr jetzt nicht alles wissen und... Die Geschichte ist fast zu Ende. Wir brauchen nur noch den Rubin. Nicht die Lampe, Giron. Den Rubin. Bitte. Bist du wieder eingeschlafen? Nichts passiert. Offenbar ist es weder zerbrechlich noch kaputt. Giron! Giron, wach auf! Und repariere den Rubin! Da bringt der Zauber nichts. Nicht nachdem... Gib mir das Zeichen, wenn du soweit bist. Nein, ich lasse es. Na komm. Danke. Und nun lass mich etwas ausprobieren. Ich bete zu den Göttern, dass ich mich nicht irre. Fdan, Fasgadan, Esplas, Dekatan, Humurilor, Gras, Ferel, Goran, Hül, Bemutir, Gerul, Felan, Juntir, Katan, Feluntir, Sudan. Oha. Geron? Bist du noch da? Wenn ja, dann solltest du nun den ersten Zauber des Stabes beherrschen. Gib mir bitte ein Zeichen, dass es geklappt hat. Satyas Zauber funktioniert. Ich habe mich geirrt. Satyas Zauber funktioniert. Thank you.
Lampe aktiviert. Ich hatte recht. Danke. Danke, Giron. Ach, du fragst dich bestimmt, wo du hier bist. Der Stab hat diesen Ort erschaffen. Eine Mogul-Grabkammer mitten im Andergaster Wald. Ist das nicht beeindruckend? Lass die Maske und komm zu mir. Erst hier. Ich bin bald zurück. Breda! Breda! Halt! Und wieder werde ich verlassen. Nori! Eine Mission schicken. Wie? Ist weg. Sadias Zauber funktioniert. Sadias Zauber. Kommen wir irgendwie los? Nicht nach dem. Sadias. Ja. Wozu? Unsinn. Das geht so nicht. Sadias Zauber. Was können wir hier überhaupt noch machen? Es ist unmöglich, die Inschrift zu lesen, während man die Maske trägt. Ja. Es ist unmöglich. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen. Ich werde versuchen, Nori eine Vision zu schicken. Okay. Das geht. Tja. Giron? Die Grabkammer? So vielleicht. Ich könnte Nori zum Berg schicken. Aber was dann? Ja. Sadias Zaub. Giron. Nori wird nicht verstehen, was ich ihr damit sagen will. Ja. Müssen was Leichteres finden. Giron. Brücke Feuer. Den Rauch des Feuers wird sie sehen. Aber was unterscheidet ihn von jedem anderen Lagerfeuer in diesem Wald? Feuer, Bergspitze, Giron. Den Berg würde sie finden. Aber woher weiß sie, welches Lagerfeuer ich meine? Gut. Lagerfeuer, Berg und die Inschrift vielleicht. Den Berg würde sie finden. Aber woher? Ja. Mein Schwachsinn. Den Rauch des Feuers wird sie sehen. Aber was? Die Grabkammer eigentlich. Den Grabeingang, das Feuer und den Berg.
Den Berg würde sie finden. Aber woher weiß sie, welches Lagerfeuer ich meine? Lagerfeuer und Berg ist schon mal richtig. Vielleicht Berg, Lagerfeuer, Fluss. Das ist es. Ich schicke Nori zum Berg, dann den Bachlauf entlang bis zum Feuer. Ich hoffe, es klappt. Aha. Den Göttern sei Dank, ich beginne mich an etwas zu erinnern. Ich weiß, wie ich mich zurückverwandeln kann. Nun gut, los. Nein, nein, ich bin zu schwach. In der Maske ist nicht mehr genug Kraft, um mich zurückzuverwandeln. Es war alles umsonst. Bitte. Flieg jetzt nicht weg, Nori. Die Kette ist nicht mal. Nori. Geron. So vielleicht ändert sich daran. Entweder habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Oder es ist ihr egal. Ja. Giron. Nuri. Feuer. Es kümmert sie nicht. Das ist weder lebendig noch wo. Etwas versteinern. Mir fällt dazu. Soweit ich mich. Soweit ich mich. Das hätte ich auch nicht gewollt. Vielleicht können wir hier das aktivieren. Nein, ich lasse es so. Mein Getreu. Ich weiß nicht. Geron. Nori. Der Fluss. Entweder habe ich mich nicht dort. Nori, Geron. Dein Gesicht. Es kümmert sie nicht. Tja. Ich hoffe, die fliegt jetzt nicht weg. Ich brauche noch ein paar Anläufe. Giron. Die Berge. Entweder habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Oder es ist ihr egal. Ich habe ja das durch. Tja, Giron. Das Licht. Oha. Kraftspeicher. Ah! Jetzt haben wir mehr Kraft. Können wir vielleicht sehr schön. Müssen wir Nori die Maske aufsetzen. Ah, endlich. Fahi, ist alles in Ordnung? Oh ja, meine steifen Knochen haben sich schon lange nicht mehr so jung angefühlt. Danke, Nori. Wer bist du? Das ist jetzt unwichtig. Versprichst du, dass du hier auf mich wartest? Na gut. Ich komme gleich zurück.
Ich dachte, wir können jetzt hier irgendwie. Frage, kannst du vielleicht. Du wolltest doch, du sagst doch, du könntest. Lass mich einen Moment ausruhen. Ich komme gleich nach. Von Nuri retten jetzt. Was auch immer geschieht, bleib bitte hier. Mach ich. Ich muss sowieso etwas ausruhen. Fliegen ist lustig, aber so anstrengend. Es ist nicht mehr genug Kraft im Speicher, um sie zurückzuverwandeln. Ich werde den Stab bitten müssen, das zu tun. Ja, ob das was wird. »450 Jahre ist es nun her, seit ich, ein sprechender Zauberstab ohne Erinnerung, in meinem Gefängnis das Licht entfachte und eine fremde Frau erblickte, die mein Leben für immer verändern sollte. In dieser Kammer hat ihre Geschichte begonnen, und zwischen diesen Wänden werden wir sie gemeinsam beenden. Merhaba, Geron. Herzlich willkommen.« »Du hast dich befreien können.« »Was hat das alles zu bedeuten?« Wo sind wir hier? Frag ihn. Sehr richtig. Frage mich. Es sei denn, es sind sehr, sehr viele Fragen. Du musst wissen, ich habe lange auf diesen Tag gewartet und möchte mich ungern noch länger aufhalten müssen. Wieso? Was soll hier geschehen? Du hast also noch immer nicht verstanden, warum ich euch meine Erinnerungen schickte? Warum ihr hier seid? Ich bin hier, weil Fahi versprochen hat, Nuri zurückzuverwandeln, wenn ich ihm bei einem kleinen Rätsel helfe. Von beseelten Zauberstäben, fliegenden Festungen und seltsamen Träumen war nie die Rede. Das Leben ist voller Überraschungen, nicht wahr? Du lachst. Aber ich hätte auch nicht geglaubt, dass man mich eines Tages aus meinem Kerker retten würde, dass ich ohne Beine Gebirge erklimmen und ohne Arme mit Dämonen ringen sollte. Ich hätte gelacht, hätte man mir erzählt, eine Prinzessin wird dir erscheinen. Und dir trotz deiner merkwürdigen Gestalt die größten Wunder dieser Welt zeigen. Oh, und wie ich gelacht hätte. Ich auch. Aber das erklärt nicht, warum wir hier sind. Nun, irgendwann wurden Satya und ich getrennt. Unsere goldene Zeit nahm ihr Ende. Als ich schließlich einen Weg fand, die gorische Wüste zu verlassen, waren Jahrhunderte vergangen. Ich wollte wissen, ob Satya es geschafft hatte. Ob sie die große Heldin geworden war, die sie immer sein wollte. Ich wollte hören, wie man auf den Straßen in Ehrfurcht ihren Namen flüsterte. Satya al-Kebir. Satya die Große, die Heldin, die einst... Doch niemand hatte je von ihr gehört. So suchte ich weiter. Ich wollte wissen, was nach unserer Trennung mit ihr geschehen war. Ich folgte der Spur zurück nach Draconia. Ich fand das Tagebuch des Adepten und die Maske des Zeitjins. Doch Sadias wahres Schicksal blieb mir ein Rätsel. Schließlich lernte ich Fahi kennen und bat ihn, mich hierher zu führen. Ein Mann namens Eulrich hatte ihren Rubin aus Draconia entwendet und ihn nach Andergast gebracht. Er hatte die Maske gesucht, um seine verstorbene Frau zurückzuholen, doch hatte er nur den Edelstein gefunden. Ist all dies wirklich wichtig? Wozu brauchtet ihr den Rubin? Wozu die Maske? Warum das alles? Ich wollte alle Relikte von Satyas Verschwinden zusammentragen und endlich verstehen, was mit ihr geschehen war. Sie hätte verdient, dass wenigstens ich wusste, wie ihr Leben zu Ende ging. Es gab nur ein Problem. Ich bin ganz furchtbar mit Rätseln. Darum brauchte ich Fachkundige, die mir halfen, es zu lösen. Geht mir auch so. Die jedes Detail verstanden hatten und nun heute ausreichend vorbereitet sind. Ausreichend vorbereitet? Um was zu tun? Um Satyas Geschichte fehlerfrei zu Ende zu erzählen. Ist es nicht unwichtig, wie sie starb? Sie ist tot. Daran können wir auch nichts mehr ändern. Du irrst dich. Ihr werdet gleich sogar bestimmen, was mit ihr geschah. Ich verstehe nicht. Der Garten des Vergessens, Geron. Ich habe das Tagebuch zu Ende gelesen. Satya ging nach ihrer Rückkehr in den Garten des Vergessens und kam nie wieder heraus. Alles, was in dem Garten geschieht, ist nicht geschehen, bis man sich davon erzählt. Und da Satya seit jenem Tage in Vergessenheit geraten ist, wurde ihr Schicksal nie zu Ende erzählt und damit auch nie vollendet. Ich habe den Garten nie verstanden. Geron. Alle Ereignisse im Garten bleiben ohne Folgen für die Außenwelt, als seien sie nie geschehen. Erst, wenn jemand glaubhaft von den Ereignissen erzählt,
wird die Erzählung wahr. Aber zeigt sich irgendwann, dass er gelogen hat oder sich irrte? Wird ihn Satinavs unsichtbare Hand für diesen Frevel bestrafen? Darum dürfen wir nicht irren. Verdammt. Ich denke, ich habe unsere wundersame Zusammenkunft genug erklärt. Bist du bereit, Geron? Einen Moment noch.